Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise Folge 67. Leute, heute schreiben wir Fantastic Geschichte. Nach langem, langem sehnsüchtigen Warten ist es heute soweit. Heute zeige ich euch das legendäre Imperial Shuttle aus dem Jahre 1984. Ihr habt sehr, sehr lange darauf warten müssen. Geduldig wie ihr wart. Ich habe jede Menge Drohbriefe bekommen, wann das Shuttle endlich kommt. Jetzt ist es soweit. Ich habe zwei Versionen davon. Eine im Top-Zustand und eine im abgestürzten Zustand. Ich möchte euch beide zeigen. Und ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu quatschen. Ihr habt lang genug gewartet. Gehen wir rüber und schauen uns das imperiale Shuttle an. Beginnen wir mit der Vorderseite dieser wunderschönen, herrlichen Box. Lassen wir sie auf uns wirken. Und hier, liebe Classic-Fans, unser Lieblingslogo. Hier ein Blick auf das linke Seitenteil des genialen Kartons. Hergestellt im Jahre 1984. Hier sehen wir die Rückseite der Schachtel, die in Schwarz-Weiß gehalten ist. Außer das Return of the Jedi Logo ist rot. Hier sehen wir das rechte Seitenteil der Verpackung. Auch hier in Schwarz-Weiß gehalten. Der farbige Teil war aufgeklebt vorne und auf der linken Seite. In 6 Bildern wird genau erklärt, was man alles machen kann. Hier sehen wir die Unterseite der Box. Ebenfalls in Schwarz-Weiß gehalten. Hier sehen wir die bereits geöffnete Oberseite der Box. So Leute, schaut es euch an und träumt ein wenig. Bekommen habe ich das gute Stück nach langer, langer Suche von meiner Mutter Anfang der 90er Jahre, die es für 100 Mark von einem Bekannten gekauft hatte. An dieser Stelle, Mom, nochmal danke. Wo fangen wir nur an? Ich würde sagen, beim Cockpit. Das Cockpit lässt sich öffnen und bietet Platz für 2 Figuren. Voila! Sehr gut sind die Armaturen auf der Mittelkonsole zu erkennen. Die Cockpitscheibe kann man nach vorne abnehmen. Hier ein Blick vom Inneren des Shuttles nach außen. Unter dem Cockpit befindet sich die Rampe. Mit einem einfachen Griff kann man sie nach unten klappen und ausfahren. Wie schon gesehen, sie ist zweiteilig. Da möchte man doch am liebsten gleich einsteigen und wegfliegen. Das Shuttle verfügt über mehrere Geschütze. Einmal links vom Rumpf dieses Doppelgeschütz. Die Kanonen gibt es einmal links und einmal rechts. Diese beiden Geschütze sind nicht beweglich, sind aber abnehmbar und gehen leicht verloren. Über diesem Doppelgeschütz befindet sich ein zweites drehbares Doppelgeschütz. Dieses Geschütz ist ebenfalls zweimal vorhanden. Es ist drehbar nach oben, nach unten.
kommen wir nun zu den äußeren Flügeln. Diese kann man aufklappen. Unter dem Shuttle befindet sich dieser Pistolengriff mit Abzug. Wenn man diesen betätigt, klappen die Flügel auf. Beim Aufklappen müsst ihr sehr vorsichtig sein, da es sein kann, dass die Flügel sonst abbrechen. Hier seht ihr, wie groß das Schiff ist. Eigentlich weniger was für Kinderhände. Ganz vorsichtig müsst ihr das wieder zusammenfahren. Es hat zwei Rasten, das ist die erste und das die zweite. Es war wirklich ein geniales Kinderspielzeug. Zum Vergleich nun ein kaputtes Shuttle. Es rastet nicht mehr ein. Deswegen ist Vorsicht geboten. Die Mechanik wird über jeweils zwei große Zahnräder betrieben. Hier die Unterseite. Hier nun die Heckansicht mit dem Heckgeschütz, das sehr häufig verloren geht. Man kann es einfach entfernen. Hinter den Triebwerken befindet sich das Batteriefach. Die beiden Landungsfüße kann man einfahren. Hier ein Blick auf die Unterseite. Hier die Unterseite des Cockpits mit der Landerampe. Auch an der Unterseite viel Liebe zum Detail. Neben dem Pistolengriff befindet sich die Bestempelung. Kenner 1984. Da war ich 9 Jahre alt. Hier ausgefahrene Landestützen. Eingefahrene Landestützen. Der Pistolengriff ist nicht abnehmbar. Zum Vergleich das defekte Shuttle. Die hinteren Landestützen sind da, aber der Pistolengriff wurde herausgebrochen. Schön kann man bei den Flügeln den Knick erkennen. Hier die Innenseite des Flügels. Und der große mittlere Flügel. Kommen wir nun mal zum Innenbereich des Shuttles. Hier sieht man die Klappe, die man abnehmen kann. Hier einen Blick in den Innenraum des Shuttles. Viel Platz für den Imperator. Im Hintergrund erkennt man die Sitzbank. Für den besseren Halt wieder die allseits bekannten Nocken. Für besseren Halt im Weltall. Hier die Treppe, die auf den Weg zum Cockpit führt. Hier ein Blick von hinten nach vorne in das Cockpit. Im linken Teil des Schiffes kann man gut die Mechanik der Zahnräder erkennen. Hier ein Blick vom Cockpit nach hinten. Noch nicht. Zwischen Cockpit und dem Rumpf des Schiffes die Rampe, die nach unten führt. Hier noch ein Blick auf unser Wrack. Hier und da fehlt einiges. Es ist besonders darauf zu achten, wenn ihr euch so ein Shuttle kauft, dass es komplett ist. Wenn ihr euch zum Beispiel die Heckkanone einzeln kaufen wollt, müsst ihr ein kleines Vermögen hinlegen. Wenn der Flügel beschädigt ist und die inneren Zahnräder gebrochen sind, kann man sie praktisch nicht mehr ersetzen. Also Augen auf beim Shuttle-Kauf! Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Runde. So Leute, das war's mal wieder für heute. Das war das imperiale Shuttle aus dem Jahre 1984. Ich muss was dazu sagen. Das Shuttle war auch noch ursprünglich in der Power of the Force Serie geplant, wurde aber leider nicht mehr verwirklicht. Ein extrem hoher Preis erzielt eine solche Power of the Force Box vor einiger Zeit in den USA für sage und schreibe $18.300.
Wobei man dazu sagen muss, leider ist das hier die Jedi-Box. Die habe ich nicht. Ich möchte mich bei euch allen bedanken fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise. Nun die Outtakes. Also, Leute, das Ding hebt nicht. Das hebt beim besten Willen nicht. Oh Gott, hol mal Patex. Leute, das war's mal wieder von unserer Seite. Ich verabschiede mich bei euch und wünsche... Oh Gott, meine Güte, ich habe den Text vergessen. Und hier zeige ich euch mal das kaputte Shuttle. Ah, Mist. Stopp! Nächste Szene, Ecke. Hier sehen wir jetzt die Rampe vom kaputten Shuttle. Ah Mann, das Ding kostet mir doch die letzten Nerven. Hol, mein Gott, hol Klebeband! Okay, machen wir Schluss für heute.